So, zurück auch in alter Frische, ja. Das nehmen wir wohl. Wollte jetzt gerade noch eben die Kisten sortieren. Das heißt, hier mal eben ein bisschen durchstöbern. Wo kann ich was reinstopfen? Hier können eigentlich Erde und Müssten drin bleiben. Das kann hier drin bleiben. Ich habe hier drei Kisten drin. Hier kommt das rein. Hier können wir die Bienen drin lassen. Hier können wir die Kohle reinkloppen. Und hier können wir die Erze reinschmeißen. Das heißt, ich werde jetzt hier die ganze Kiste durchrattern. Warte mal, die kommt später irgendwo hin. Das Kies. Kies und Kohle. Wir holen jetzt erstmal hier, was Einzelmaterial ist. Hier so Kies, Kohle, Redstone und so ein Zeug. Oh. Obsidian. Dankeschön. So, hier kann Obsidian und Kies rein. Das kann hier raus. Die kommen raus. Und der ganze Mist kommt hier rein. So. Das kommt raus. Das kommt hier alles raus. Das kommt hier wieder rein. Weil das ich jetzt ein bisschen sortiert habe. Ach ne. Falsch. So einmal. Einmal so. Hier vorne kommt dann das rein. Und hier kommt alles raus. Hier soll jetzt nur noch der Rest drin sein, was ich nicht sortieren kann. Beziehungsweise nicht weiß, wohin damit. Meine Uhr hat sich verabschiedet. Na, jetzt ist sie wieder da. Nein. Das muss hier rein. Und das Zeug kommt hier einfach rein. Oh, hier habe ich noch Erde. Und Quarz. So. Dann kann nämlich das Zeug alles komplett weggenommen werden. Sprich, Kisten leeren hoch 3 jetzt erstmal. So, was kann ich hinten rausnehmen? Oh. Vielleicht kriege ich alles in einen Inventar. Ja. Alles in eins Inventar-Slot. So. Na gut, eine Ausbeute war es eigentlich schon. Für ein bisschen Turtle rumgewurschtel. Haben wir was hinbekommen hier. Was haben wir denn hier? Oh, Eisen, Eisen, Eisen. Das können wir direkt hier verbrennen. Gold kann direkt pulverisiert werden. Das kann pulverisiert werden. Kupfer, definitiv. Brauchen wir. Kupfer, Silber ist gerade unnötig. Die vier Sachen kommen erstmal direkt hinten rein. Das werde ich vielleicht nochmal mit einer Quarry aufstellen, dass ich die irgendwo in der Walachei aufstelle. Und ich in der Zeit dann schön alles wegkloppe. Oh, meine Uhr ist komplett weg. Ich tippe mal jetzt auf 2 Minuten. Sollen wir also 2, 3 Minuten auf jeden Fall. Kann ich mit berechnen. Ich weiß nicht, wo man gerade weggegangen ist. Naja, ist auch nicht schlimm. So, erstmal Kupfer. Kupfer. Dann Gold und dann das Eisen. Naja, sagen wir mal plus 2 Minuten, das heißt, wenn es 8 Minuten sind, dann tue ich ungefähr stoppen. Und es anscheinend. Mann, ne, der Baum. Es rattert noch. Es läuft da noch, es läuft da noch. Okay. Das wollte ich wissen, ob das noch läuft oder nicht. Weil die Kisten müssten ja irgendwann überfüllt sein. Oh. Ist die Kiste überfüllt worden hier? Ich werde mir hier gerade durchgehen. Wie viel hast du noch? Oh, da ist noch kaum was im Inventar. Nee, so. Achso, der hat ja wieder neu angepflanzt. Das kann natürlich passieren. Wie viel sind denn hier drin gelandet? Hier ist nichts drin gelandet. Guti. Dann werden wir mal eben hier ein bisschen nachhelfen, dass er zumindest die Blätter wieder nachbekommt. Da werde ich auch noch ein bisschen umändern, dass er hier direkt die Blätter nach unten schießt und den Rest alles selber aussortiert. Sprich, Blätter und sowas nochmal mit rauszieht und unten in der extra Pipe. Dass das ein bisschen schneller läuft. So, Holz. Und Äpfel. Boah, Äpfel sind es auch viele geworden mittlerweile. Sollen wir mal ein bisschen nachhelfen hier. Ja, und dann machen wir mal hier vielleicht nicht 4, 6 oder so. Wie haben wir denn hier? Na, die nehme ich mit. Die tue ich da hinten rein verbrennen. Wie viel Energie hast du noch? Boah, du hast noch genug. Jupp. Das reicht ja. Dann wird sie auch später mit der Steuerung da drüben gesteuert. Na gut, die sind alle hier. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass sie komplett ausgelaufen sind. Aber irgendwo muss ich ja noch mit dem Holz hin. Ich wollte es ja, wie gesagt, fürs Dorf noch benutzen. Für eine ganz schöne Sache. Aber da kommen wir später zu. Wow, 6 Millimeter, 7 Stück. Das sind 7 Stück ist, glaube ich, ein Iridium. Ja.
Das gute Iridium. Du bist fast fertig, ne? Wie viel hast du denn noch? Kriegst du das denn verbraucht hier noch? Ich bin jetzt gerade überlegen, den kann ich eigentlich so laufen lassen. Dann wird das fast passend fertig sein. Und diesen fertig, super. Dann brauchen wir jetzt eben Eisen. Eisen. Mit dem Eisen müssen wir uns jetzt mal zwei Räder herstellen. So, zwei Räder. Und dann hier so fünf Stück als Kart angeordnet. Genau, das haben wir schon mal. Puh. Weil ich glaube, es gibt sogar Erfolge dafür. Ich will jetzt nicht lügen, dass es sie gibt. Binds and Plenty, Biome Finder. Ach so. Okay. Let fun begin. Gut. Mythcraft, keine Ahnung hier. Wird vielleicht hier nichts sein, keine Ahnung. Doch da. Find a small by. Find a symbol, okay. Hier haben wir Twilight Forest, hier haben wir Minecraft. Ach, Sieveguards ist gar nicht dabei. Ich dachte. Was haben wir denn hier? Alpha. Okay. Na gut. Wird schon irgendwas Lustiges bedeuten hier. Biome zu finden ist natürlich hier. Benötigt Biome Plenty. Das habe ich eigentlich drin, ne? Da drin. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Isaac da funktioniert. Naja, ist auch egal. So, das Minecart haben wir schon mal. Mit dem Minecart werden wir jetzt nach hinten hingehen. Und das muss nicht in den Card-Assembler rein. So, und da oben rein. Zack. Jetzt tauchen hier ganz viele Felder auf. Sprich, er hat Add-ons maximal 12. Hier sind es 12 Stück. Also ich habe das komplette Ding aufgefüllt. Damit ich, wie gesagt, alles fungieren kann. Hier will ich ja mehrere Engines reinbauen. Sprich, Solar, vielleicht ein bisschen. Oder Thermal Expansion, Energie, sprich auf Lava mit Wasser kombiniert. Tool brauche ich ja, dieses Harvester-Zeug. Also das ist ziemlich interessant, was ich dafür brauche. Als weiteres können hier schon mal diese Dinger hier rein. Oder nehme ich vorsichtshalber raus. Vielleicht brauche ich sie gleich noch. Nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Man kann es ja nie genau wissen. So. Als nächstes braucht man den Basic Farmer, glaube ich, heißt das. Basic. Da, Basic Farmer. Brauchen wir noch was? Ne, Solar. Ich weiß nicht, ob ich Solar brauche. Ob es sich lohnt, denn der Grund ist ja, mit Solar wäre ja nur der obere Teil verfügbar. Es wäre für den Anfang ganz lustig, erstmal damit umzufahren, aber für später, wenn er unten in den Untergrund muss, weiß ich nicht, ob das dann so eine kluge Idee ist. Boah, nein, nicht schon wieder diese Dinger hier, die sind doch, boah, das ist doch alles teuer hier. Gut, wir brauchen drei Diamanten, wir brauchen Gold, wir brauchen Redstone. Ah, oh, okay, das wird schon mal geil. Wir brauchen das. Wir brauchen Redstone. Wir brauchen Gold. Wo habe ich denn Gold hingetan? Wir brauchen, glaube ich, die hier noch. Habe ich kein Gold mehr? Bitte nicht. Ich habe doch Gold noch gehabt vorhin. Das ist doch Gold. Und Diamanten. Wo sind die denn hingekommen? Hier sind keine Diamanten mehr. Hier hinten kann ich auch noch mal was verbrennen. Hinten habe ich nur so viel Müll drin, ne? Dass wir das eigentlich mal eben kurz verbrennen können. Wir brauchen jetzt hier 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Damit das wegkommt. Genau, die restlichen Steine noch rausgekloppt und das zumindest zu verbrennen bringen. So. Wo habt ihr Diamanten gehabt? Ich bin doch jetzt nicht Schucke, da sind sie doch. So, wir brauchen PDBs, alles klar. Da würde ich sagen, machen wir gleich mal zwei mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die noch mal brauche. Zumindest habe ich sie dann in Reserve. Okay. Oh ne, da habe ich jetzt zu wenig dran gemacht. Zwei. Zwei, drei. Okay. Die PDBs habe ich schon mal. Und jetzt brauche ich dann mache ich lieber hier Rezepte. PDBs, Eisen, Gold und drei Diamanten. Ist auch nicht teuer genug. Okay, das Basic Tool haben wir schon mal. Das ist der Farmer. Dass er vorne nachher das alles abschert. Und ich dann das dann bekomme, sozusagen das Weizen. Das zeige ich doch, glaube ich, gleich hier direkt, ne? Yep. Da. Hier halt wie bei Mähdrescher vorne diese Ernteeinheit. Sag ich mal so.
Aber Ernteeinheit wird mein letztes Stichwort sein, denn ich werde die Folge jetzt beenden. Das heißt, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass sie jetzt knappe 10 Minuten gelaufen ist. Kann natürlich ein bisschen weniger sein, eine Minute maximal, weil die Uhr ist, wie gesagt, gerade ausgefallen und konnte nicht genau vorschauen, wie lange ich schon gespielt habe. Deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, euer Flash und tschüssen.